Das Jahr fängt ja gut an. Moin meine Lieben, ich habe mich gestern mit dem Stefan von JWL Weber in Köln getroffen und der hat mir eine Uhr mitgebracht. Da ist jetzt ein bisschen Kontext nötig. Und zwar sieht das Ganze aus wie folgt. Ich habe die Möglichkeit bekommen, mir eine IWC oder ein Modell von IWC auszusuchen, welches mir die Marke dann zur Verfügung stellt für mehrere Wochen und ich darf die Uhr im Alltag tragen. Und welche Uhr ich da gewählt habe, das seht ihr jetzt. Als der Stefan mich gefragt hat, Konstantin, welche IWC möchtest du denn haben, habe ich mir gedacht, warum sagst du nicht einfach die große Flieger mit Perpetual Calendar? Sprach's und sie sagten ja. Dementsprechend seht ihr hier das aktuelle Modell im letzten Jahr vorgestellt, die große Flieger in 46 mm mit dem ewigen Kalender und 7 Tage. Das Wichtigste, meine Lieben, seid aber ihr, denn ich werde natürlich ein In-Depth-Review zu der IWC großen Flieger Perpetual Calendar machen, brauche aber auch eure Fragen, gerade was die Alltagstauglichkeit angeht. Was würdet ihr gerne wissen zu Uhr, zu der großen Fliegerreihe im Allgemeinen? Schreibt das bitte unten im Kommentarfeld. Wie gesagt, ich werde sie jetzt ein paar Wochen tragen und dann gibt es den großen Review von der Uhr im Detail mit Makros, mit allem zum Werk, zur Geschichte und wie ihr das so von mir kennt. Dementsprechend brauche ich eure Fragen und freue mich genau diese gleich unten im Kommentarfeld zu lesen. Ich bin gespannt, wie sie sich schlägt, denn von den technischen Daten oder von den Abmaßen ist es schon eine heftige Uhr. Der Name ist Programm bei dem Ticker. 46,2 mm, um genau zu sein, habe ich gemessen. Die Höhe liegt dann bei 15,4 mm und über die Hörner gemessen, da hatte ich 55,5 mm auf dem Messschieber stehen. Ich habe jetzt nicht die dicksten Handgelenke, aber ich finde, schreibt das auch gerne, aber ich finde, das kann man machen, oder? Na? Bandaußenstoßbreite, dann 22 mm. Da könnt ihr natürlich gut Bänder dran schmeißen, aber ich muss sagen, das Lederband hier und die Faltschließe, die dabei ist, dann mit der Feinverstellung hier, oder was heißt Feinverstellung, aber mit den Löchern, die da berücksichtigt werden, das ist schon okay. Die Krone ist übrigens verschraubt, was ich gut finde. Wasserdichtigkeit liegt trotzdem bei 60 Metern. 100 wäre natürlich schön, aber es ist ein Flieger, es ist ein Perpetual Calendar. Da kann ich dann auch mit den 60 leben und die Krone verschraubt, das ist halt auch okay, wie ich finde. Oben wie unten Saphirglas, auch noch entspiegelt. Und das Werk kann sich sehen lassen. Das ist natürlich das Manufakturwerk 52615 von IWC. Das hat 168 Stunden Gangreserve. Und teilt man das durch 24, haben wir richtig 7 Tage. Und das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Das steht vorne bei der Gangreserveanzeige. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht und groß. Das heißt, es füllt die Uhr wirklich schön aus. Und das finde ich wichtig. Und wenn ihr genau hinkommt, seht ihr was Spezielles. Beziehungsweise, ihr seht es nicht. Es sind nämlich keine Löcher im Gehäuse. Es gibt keine extra Drücke. Das gesamte Werk wird über die Krone eingestellt. Und das ist was, was ich wirklich mag bei IWC bzw. bei den Perpetual Kalendern. Du hast alles über die Krone bedient. Wir sind heute bei Tag 1. Das ist der erste Tag, wo ich die Uhr getragen habe. Und ich werde sie die nächsten Wochen weitertragen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze so läuft und funktioniert. Auf den ersten Check trägt sich die Uhr wirklich sehr gut. Sie ist groß. Sie ist so an dem obersten Limit, was ich selbst für mich tragen würde. Ich fühle mich aber wohl und ihr seht das. Ja, sie ist ein bisschen höher, aber dadurch, dass die Hörner nach unten gehen und das Band halt auch sehr gut funktioniert in dem Zusammenspiel, finde ich den Ticker echt passend. Aber ansonsten denke ich schon, dass ich sie auch über einen größeren Zeitraum oder den ganzen Tag gut tragen kann. Und was sehen wir hier alles? Wir haben auf 12 Uhr natürlich die Mondphase. Auf 3 Uhr haben wir dann auf der einen Seite die Gangreserve und auf der anderen Seite das Datum. Auf 6 Uhr haben wir den Monat, dann zwischen 7 und 8 das Jahr. Dann haben wir zusätzlich noch den Indikator für den Wochentag und dann mitten zentriert die kleine Sekunde auf 9 Uhr. Es ist schon sehr viel los auf dem Ziffernblatt. Und man sagt ja eigentlich, eine Fliegeruhr muss groß und gut ablesbar sein. Groß ist sie. Gut ablesbar auf den zweiten Blick auf jeden Fall. Trotzdem finde ich, das Ganze passt sehr gut zusammen. Und es hat irgendwie so einen coolen Touch. Gerade dann auch mit den Fliegern hier mit Nord-Süd-Indikator. Oh, gar nicht erwähnt. Wir haben natürlich auch noch Lume auf dem Ziffernblatt. Beziehungsweise in den Zeigern. Die ist grün und ich finde, die leuchtet richtig gut. Von meiner Seite auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an IWC und JWL Weber und ich bin gespannt,
wie sich die Uhr die nächsten Wochen so verhält. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch natürlich auf der einen Seite meinen Review zur großen Flieger in 43 mm angucken oder natürlich auch mein Review zu IWC Portugieser Perpetual Kalender. Da gab es jeweils schon zwei Reviews auf meinem Kanal. Und solltet ihr die Uhr selbst in the Metal mal ausprobieren wollen, dann schaut doch mal bei Juwelier Weber vorbei. Die helfen euch natürlich auch gerne weiter und die sind, was die Kollektion angeht, eigentlich in der Regel auch sehr gut aufgestellt. Meine Lieben, ich bin jetzt natürlich wieder richtig gespannt auf eure Meinung zu der IWC großen Flieger, ewiger Kalender. Was haltet ihr von der Uhr? Habt ihr Erfahrungen damit und wie findet ihr sie? Beziehungsweise, welches ist eure Lieblings-IWC? Teilt das mit mir in der Community und im Kommentarfeld. Und denkt dran, mir natürlich Fragen zur Uhr zu stellen, damit ich diese im In-Depth-Review berücksichtigen kann. Zudem findet ihr mich auf Instagram unter b-mr-b und dort in der Story habe ich ebenfalls die Uhr gepostet und so ein kleines Feld, auch da könnt ihr Fragen schreiben, wenn ihr nicht unbedingt direkt bei YouTube diese stellen möchtet. Meine Lieben, ich wünsche euch allen jetzt aber auf jeden Fall noch eine richtig gute Zeit. Freue mich darauf, euch im nächsten Video oder auf Instagram wiederzusehen. Sage Goodbye und auf Wiedersehen, euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.